Einen wunderschönen guten Tag hier am Rudolfplatz in Köln, im Herzen, im Zentrum von Köln. Mein Name ist Rolf Emmerich. Ich bin Veranstalter des Sommerblut Kulturfestivals und ich darf auf Einladung von Marco Jesse heute die Veranstaltung moderieren. Heute bzw. morgen ist der internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebraucherinnen. Es ist ein Protesttag, ein Aktions- und ein Trauertag. In Köln ist die Zahl der Drogentoten im letzten Jahr von 51 auf 71, um fast 40% gestiegen. Also Anlass genug, diesen Drogengedenktag heute hier durchzuführen. Wir danken dem Dr. Albrecht Ulmer aus Stuttgart, der die Schirmherrschaft für diesen Tag übernommen hat, die heute in ganz Deutschland stattfinden wird. Das Motto des diesjährigen Drogengedenktags ist: Gesundheit und Überleben gibt es nicht zum Nulltarif. In diesem Kontext stehe ich hier mit Marco Jesse. Marco Jesse ist Geschäftsführer des Vision e.V. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal allen Menschen danken, allen Organisationen danken, die heute diesen Tag ermöglicht haben, die als Mitveranstalter, Kooperationspartner, Unterstützer des Gedenktags dabei sind. Ich erwähnte schon Vision e.V., die AIDS-Hilfe Köln, die Alexianer, der Yes-Bundesverband, Akzept NRW, der Internationale Bund, 180 Grad Fahrradprojekt, Jobcenter Köln, Notel Notschlafstelle, die AOK und zum Schluss das Gesundheitsamt der Stadt Köln. Und ich glaube, der Jugendbereich der Stadt Köln ist auch noch dabei. Marco, du bist Geschäftsführer von Vision e.V. und bist ein Mitinitiator dieses Drogengedenktag hier in Köln seit vielen Jahren. Was ist deine persönliche Motivation, diesen Tag, diesen Gedenktag jedes Jahr aufs Neue in Köln für die Menschen, die an Drogen gestorben sind, zu veranstalten? Meine Motivation ist da vielschichtig. Also zum einen haben wir beruflich als nicht nur Drogenhilfeeinrichtung, sondern in erster Linie als Drogenselbsthilfeeinrichtung natürlich ständig auch mit dem Thema Tod zu tun. Und die Menschen, die davon betroffen sind, kommen ganz oft aus unserem Freundeskreis, aus unserem ganz engen Umfeld. Und dann ist es natürlich irgendwie nochmal ein Thema, das uns ganz besonders wichtig ist. Das ist das eine. Irgendwie das andere ist, dass viele unserer Besucher, unserer Gäste eben in sozialen Bezügen leben und versterben auch, die einen Abschied auf herkömmliche Art nicht möglich machen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, an Bestattungen teilzunehmen. Irgendwie deshalb ist es uns ganz wichtig, eben auch einen Tag zu schaffen, wo man das gemeinsam machen kann und wo eben auch derer nochmal erinnert wird, die verstorben sind, weil es in aller Regel ein Sterben in der Unsichtbarkeit ist. Ich finde es sehr wichtig und sehr gut, dass wir hier in der Mitte von Köln am Rudolfplatz sind. Warum der Rudolfplatz? Der Rudolfplatz, zum einen ist es ein historischer Platz, an dem wir diese Veranstaltung schon ganz oft gemacht haben. Zum anderen sind wir hier in unmittelbarer Nähe des Neumarkts, irgendwie, der ja immer wieder heiß diskutiert wird, auch als ein großer zentraler Szenetreff in Köln, wo Stigmatisierung von drogengebrauchenden Menschen auch nochmal ganz besonders deutlich wird, sowohl in den Diskussionen als auch in den ganz normalen Begegnungen hier im Straßenbild. Und deshalb ist es uns wichtig, hier eben auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Wir haben viele Kollegen hier, die aus unserem Arbeitsprojekt sind, die eigene Betroffenheiten mitbringen, okay, die eine Zeit lang eben auch in ihrer Biografie Drogen konsumiert haben und die völlig leistungsfähige Mitglieder unserer Gesellschaft sind und als solche auch wahrgenommen werden sollten und nicht nur als Drogengebraucher und Drogenabhängiger. Du hast schon gesagt, dass es für viele Menschen, die an Drogen starben,
nicht möglich ist, dass sie in Anführungszeichen normal Abschied nehmen können, normal beerdigt werden können. Und ihr habt euch eine Aktion überlegt hier mit diesem Kreuz. Ich habe eben mal geschaut, 71 Kerben sind in dem Kreuz. Und vor allen Dingen, ihr habt 71 Schuhe daneben gestellt. Wie ist es zu dieser Aktion gekommen? Wie habt ihr dazu gefunden? Warum 71 Schuhe? Es war so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass ganz schnell die Menschen, Drogengebraucher, die versterben, vergessen werden. Insbesondere eben von der Gesellschaft irgendwie, aber auch das Leben von drogengebrauchenden Menschen auf der Straße ist sehr schnelllebig. Ja. Und man vergisst ganz schnell, weil andere Sachen dann doch wieder in den Vordergrund geraten. Irgendwie. Und dann bleibt eben nichts oder eben nur ein leeres Paar Schuhe. Irgendwie. Und dafür ist es das Bild, das wir gewählt haben. Finde ich sehr beeindruckend. Und wir kommen ja auch später in der Gedenkaktion nochmal darauf zurück.